Pass auf, Leute. Dann machen wir das jetzt so. Wir schauen in die Folge 199.1 von True Farming. Da war Raphael das allererste Mal als neuer Polizist dabei. Also es war Raphaels, also Herr Bayers erster Auftritt. Und da schauen wir jetzt rein. Axel ist mit dabei. Servus. Und ja, schaut gerne bei McManus vorbei, links unten in der Videobeschreibung. Könnt dem Kollegen mal ein Däumchen da lassen und alles und könnt ihn mal abonnieren und so weiter. Aber natürlich auch bei Edles Vibe, wenn ihr Bock habt. Gut, ich bin gespannt. Wir vergeuden keine Zeit und los geht's. Peinlich wird's werden. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Schwatzingen in unserem True Farming Projekt. Passt so, Lautstärke? Jo, die Geräte vom LU sind endlich geliefert. Wir haben mittlerweile... Moment. Ihr seht, wir haben mittlerweile wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Wir haben unsere Provision für den Verkauf noch bekommen. Und der hat insgesamt, oder die hat insgesamt 139.000 betragen. Das Geld haben wir gut geschrieben bekommen als Provision. Bizeps besser geworden? Das letzte Mal, dass mit diesem alten System, mit diesen 15% und bliblablub, das Ganze so abgelaufen ist. Ab sofort ist lauter es nee, so, oder? Dass ihr das auch versteht. Der Preis, der im Shop steht, ist der Einkaufspreis für die Händler. Das heißt, dieser Tatra 121.000 und wir machen quasi ein Angebot, der Adler bzw. ich machen ein Angebot, für was wir das Gerät gerne verkaufen möchten und derjenige, der kauft, kann raussuchen, bei wem er kauft. Wenn ich 130.000 anbiete, müssen die quasi 9.000 Provision an uns bezahlen, weil wir eben hier die Händler sind. So sieht's aus. Lauter und geht nicht. Natürlich diesen ganzen Fortschritt, das ist nämlich auch so ein Ding, wir möchten eigentlich diesen ganzen Fortschritt etwas entschleunigen. Ne? Also es soll... Ach, diese ewige Fortschrittsdiskussion. Ja, mehr wie mega ausgestattet sind. Endgeräte so, und sowas. Ja. Fahren wir mal die Geräte runter, Harry, oder? Oh. Ja! Auf geht's. Harry, da warst du schon da? Ein schönes, Gerät, da war ich schon da. Und das Kartoffelmikro, Junge! Junge, was ist das denn? Das Kartoffelmikro, ich geh kaputt! Das war doch Zeit, Junge. Oh nein, die Waldfee. Das kennst du doch keinen an, Dude. Ich glaube, da war Johannes auch noch bei uns. Da war Johannes auch noch bei uns, ja. Ach, guck mal, der hat schon... zur 199. Folge hat schon kräftig geleckt. Geil. Ja. Oh, hier. Guck mal, wir fährten da auf dem Hof. Ich wusste gar nicht, dass das so früh schon kommt. Den kenn ich nicht. Beim Adelelelelele. Was jetzt, wo nur noch Rust auf Twitch gibt, kann tatsächlich mal besseres Spiel ist halber hier einschalten. Ein Nils. Das stimmt, nur noch Rust. So. Hier wird die Landwirtschaft, hier wird noch richtig geackert. Hallo? Aus dem Sinne des Hallo. Wortes. Hallo. Nee, ich habe gedacht, Nils, ich push mich mal selber, indem ich auf mein eigenes Video reagiere. Verstehst du? Ha, 500 IQ-Move. Ja, ich glaube, wir kennen uns doch gar nicht, oder? Genau, ich war vorhin schon bei ihm am Hof, aber da war keiner da. Ach, was? Das ist der Bayer? Unglaublich. Das ist der Bayer? Das habe ich ja gar nicht mehr so in Erinnerung. Warst du da am Landhandel? Ja genau, weil man hat mir gesagt, ich soll da mal vorbeischauen, weil junges, aufstehendes Unternehmen. Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich wollte mich kurz vorstellen, also mein Name ist Bayer. Okay. Ich bin der neue Dienststellenleiter hier in Schwatzingen. Jetzt muss ich wirklich lauter machen, das ist ein bisschen zu leise. Wartet, Leute. Ah, Sie sind quasi der Nachfolger vom Hirschfeld. Ja, genau. Ah, verstehe. Ganz kurz, ganz kleinen Moment, ich stelle mir die Drescher beiseite und da können wir uns in Ruhe unterhalten. Ja, klar. Och, klingt der krass. Nachfolger, das ist natürlich gut. Heftig. Jetzt kommt hoffentlich endlich diese Lecks, Alter. So. Ja, die haben uns schon immer gut getan. Oh. Chef, ich fahr schon mal weiter, wa? Ja, mach das, Harry. Weißt du, wer das ist hier? Yeah, der hat gerade vorgestellt, der neue Dienststellenleiter. Das ist wahrscheinlich der Nachfolger vom Hirschfeld. Den haben sie doch reingebuchtet. Ah, okay. Okay. Also, ich hoffe, der hat das jetzt nicht gehört. Ne? Was denn? Nix, alles gut, Chef. Ein netter Herr, wahrscheinlich. Ah, okay. Ja. Harry, mach mir keine Sorgen, ey. Mit der Polizei müssen wir uns gut stellen. Ja. Rudi, ja. Alles klar. So. So, Herr Bayer, das ist übrigens mein Mitarbeiter hier, der gerade mit dem LKW fährt. Wir haben eine kleine Großbestellung gehabt, den Drescher hier unter anderem und den LKW und die Sachen, die noch hier drin stehen für das Lohnunternehmen. Aber da kannst du auch mal sehen, wie sich die Qualität über die Zeit doch krass verbessert hat, ne?
Ja, weiß nicht, ob definitiv. Sie das schon kennengelernt haben. Also, ja, genau. Es da war ist ich halt wirklich, drin. Du siehst und du hörst vor allen Dingen auch bei allen Teammitgliedern wirklich diese qualitative Entwicklung nach oben. Ne? Also es ist schon echt krass. Ja. Das ist doch nicht immer das Zeug. Oh, ich liebe die. Ach, den Herrn Fieber. Den Herrn Fieber, ne? Das ist ja einer. Ja, ja. Eigentlich ein guter Kerl, muss man sagen. Hört sich nicht sehr begeistert an, muss ich sagen, ja. Was? Der Herr Fieber ist so einer? Naja, nee, also der Herr Fieber, muss ich sagen, den kenne ich schon sehr, sehr lange hier in Schwarzing. Wie schüchtern er da war. Mit dem bin ich immer super hingekommen. Also das ist einer, mit dem kommt man einfach aus. Da läuft das einfach super. Ja, ist ja auch wichtig, ne, dass das alles funktioniert hier, die Landwirtschaft Hand in Hand, ne? Ja, das ist definitiv, auf jeden Fall. Ja, und das ist auch ein sehr, sehr schöner Drescher, muss ich Ihnen sagen, ja. Ja, es ist eigentlich so das Teuerste, was man hier am Markt kaufen kann, ne? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich so viel Geld für einen Drescher ausgeben würde, aber naja, wer das eine will, muss das andere mögen, ne? Und in dem Fall ist es ein leerer Geldbeutel. Ja, der Manus hat schon immer die besten Sprüche. Also das ist ein Wahnsinn. Also hier steht über eine halbe Million, ne? Ja, ist schon Wahnsinn für so eine Maschine. Ja. Schon sagen. Beeindruckendes Gerät, ne? Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es auch das absolute Nonplusultra-Super-Top-Modell ist. Ich meine, wir haben hier ein spezial angefertigtes Schneidwerk, das muss man dazu sagen. Mit dem Schneidwerk hier ist der Drescher natürlich nochmal um einiges flotter unterwegs, aber mit dem Originalschneidwerk will ich mal so sagen, da gibt es größere Arbeitsbreiten, ne? Ja gut, ja. Ja. Es gibt aber immer mehr, ne? Aber es ist halt die Frage, ob dann das Gesamtpaket passt. Genau, es muss, das muss halt passen, ne? Genau, es muss halt effizient sein, das ist halt das Ding. Ne? Aber ich sag mal, so Kosten-Nutzen muss im Verhältnis stehen und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist bei dem nicht der Fall. Aber ist nur meine Meinung. Ja gut, was bevorzugen Sie dann? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mag so ein da bisschen... Da waren noch so respektvoll, ne? Drescher, die finde ich super, da war wirklich noch aber schüchtern. Die werden erst geliefert in naher Zukunft. Richtig schüchtern war er. John Deere ist eine Marke, die ich sehr, sehr ansprechend finde. Gerade im Drescher-Segment auch. Aber auch, ja, die Rotzelmech, finde ich, sind auch nicht schlecht. Allerdings eher für so das kleine, mittelständige Unternehmen, was viel Wert auf Preisleistung legt. Oh Mann, oh. Ja, gut, ich meine, John Deere kennt man ja natürlich, ne? Ja. Ja, weltweit aktiv, das ist auch das, was man sofort sagt, Glas. Fahren bei mir auch manchmal in der alten Stadt, wo ich herkomme, auch mal viele rumgefahren damit, aber schön, dass das hierher auch kommt, ja. Das ist ein bisschen Markenvielfalt. Ja, also auf jeden Fall, also Glas soll bald schon neu eingeführt werden hier, habe ich gehört, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Bin ich auch gespannt, wie die Auswahl sein wird, aber da soll wohl einiges an Maschinen kommen. Irre, Alter, das ist irre. Aber super, ja. Nee, ja. Heftig. Wenn Sie mal Zeit haben, würde ich gerne mal bei Ihnen vorbeischauen, weil, wie gesagt, nach dem groben Fiasko mit dem Herrn Hirschfeld. Auf jeden Fall, definitiv. Naja, der mit dem Herrn Hirschfeld, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch jetzt noch ein bisschen Angst am Ende. Es ist gerade für mich ein unglaublich gutes Gefühl, dass jemand Neues hier Recht und Ordnung in die Hand nimmt. Weil bei dem Herrn Hirschfeld ist es tatsächlich so, ich habe den Herrn Jäger, den werden Sie ja sicherlich auch kennen, der ist ja von der übergeordneten Behörde. Ja, genau, das ist mir schon mitgeteilt worden, ja. Genau, den habe ich ja immer mal ein paar Informationen gesteckt über den. Ey, wer da alles dabei war? Ja, weil da liefen ja Jäger, ein paar Sachen Fieber. So gut ab und habe da bei den Ermittlungen ja ein bisschen mitgeholfen. Da waren noch, das war noch super ganz spannend alte, für mich, muss ich ehrlich sagen. Alte und naja, irgendwann ist es halt zu der Verhaftung Hammer gekommen und ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Herr Hirschfeld schon wusste, aus welcher Richtung der Wind geweht hat. Ja, also ich habe schon, wie gesagt, war ja vorher in einer anderen Stadt und dann urplötzlich kam halt dann die Versetzungsmitteilung. Klaus, und hier, dann, Julian Fieber, Klaus Fuhrmann, ja, am nächsten Tag Sven Ringeler. Sven Ringeler war noch da. Ich komme hier rein und habe erstmal einen Berg voll Akten vor mir, ja, also. Ja, oh, dann müssen wir natürlich erstmal abarbeiten. Also ich muss mal schauen, es soll jetzt demnächst auch noch, habe ich gehört, eine Bürgermeisterwahl stattfinden. Also hier soll es wieder, hier soll richtig Zucht reinkommen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ein Stadtrat soll gegründet werden. Da können wo die Dorfbewohner können sich da wo aufstellen lassen und für den Stadtrat bewerben. Und ja, der Bürgermeister, der für schwierige Entscheidungen. Das war ja auch noch so eine Wahl, ne? So mit Zusammenarbeit mit der Polizei. Ich denke, dann kann es ja nur noch gut laufen. Unglaublich. Ja, ja. Ja, das ist ja auch das, was gewünscht war. Also hat er gesagt, jetzt erstmal so schnell wie möglich zumindest die Polizei wieder hierher schaffen. Ja.
ja, dass man da einfach einen Ansprechpartner hat, bis das auch mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat funktioniert. Und ja. Genau, wie gesagt, also ich gebe Ihnen kurz hier meine Karte. Ah, perfekt, Dankeschön. Da erreiche ich Sie dann auch, ja. Genau, und wenn ich nicht mal, oder wenn Sie mich mal nicht erreichen, dann einfach auf der Dienststelle anrufen, die erreichen mich dann meistens über Funk. Sehr gut, sehr schön, perfekt. Oh, kleinen Moment, muss ich mal ganz kurz rangehen. Ja, klar, ja, klar. Ja, hallo? Fieber, guten Tag. Ah, wie nett er einfach war, oder? Herr Fieber, wir haben es gerade. Du wirst auch noch netter. Ja, so, ja, kleinen Moment, ich muss da mal ganz kurz ran. Ja, klar, machen Sie nur. Ne? Und jetzt so, aber das ist das Telefon, weib, wenn ich mit Ihnen spreche. Ja, so natürlich. 12 Uhr, ah, gut, aber er nimmt das dabei denn nicht viel, ne? Ist da nichts bei Ihnen eingetroffen? Das ist halt derzeit auch immer so. Ja, meine Quellen noch nicht. Also, es ist alles da. Nein. Der LKW ist schon vor einiger Zeit mit dem Krampus schon auf dem Weg zu Ihnen. Und der andere LKW folgt dem gleich und der Ideal, da sitze ich drin und bin schon kurz vor Ihrem Hof. Ah, okay. Schau, ja, ich bin auch gleich da. Ah, ja. Ach, Sie sind gar nicht am Hof, da wissen Sie ja gar nicht, dass Sie... Da, ich hab doch gesagt, von meinen Informationen her. Sag mal, hab ich da nicht das Schneidwerk verloren? Weiß ich das. Ja, das Wort eines Schneidwerks. Ja, ja. Ach, ich merk schon. Dann wird's ja noch lustig. Na gut, Herr Fieber, dann... war das ja, in der Folge? Ja, glaube. Da haut's mich ja jetzt weg. Ja, Herr Bayer, wenn Sie dann, also ich würde es so machen, ich würde Sie mal anrufen, wir standen dann mit am, Geräte am Gebäude und haben sich getroffen, weil der Schneider verloren hat. Schon mal 1-2 Punkte, ich will jetzt hier nicht gleich irgendwie was Schlechtes verbreiten oder so, Mann, und deswegen jetzt, aber ich bin eine Labertasche, Alter. Vielleicht mal mit auf den Schreibtisch schmeißen könnte, vielleicht dann auch in Verbindung mit dem Bürgermeister, müsste man halt mal schauen. Aha. Ja, genau, also wie gesagt, ich bin immer Ansprechpartner, wenn was ist, rufen Sie einfach an. Sehr gerne. Habe ja auch, war vorhin oben beim Herrn Friesi. Ach, ja. Der hat mir auch schon mitgeteilt, dass er ein paar Dinge hat, wo er zu mir kommen will. Und sagt, die Arbeit häuft sich, ja. Ja, ich merke schon, ich merke schon. Aber ich hab ein sehr gutes Gefühl bei Ihnen. Sie machen mir einen sehr kompetenten Eindruck. Ja, das freut mich, ja. Also wie gesagt, deswegen bin ich hergeschickt worden und hoffe natürlich, dass ich es auch erfüllen kann, ja. Ja, sehr schön. Okay, dann auf gutes Gelingen, Herr Bayer. Und viel Spaß hier in Schwarzing. Ja, vielen, vielen Dank. Dann will ich Sie auch gar nicht von der Arbeit abhalten, ne? Danke. Da hat man ja noch einen Azubi. Also, tschüss. Ah, Azubi Jürgen, stimmt. Moin. Na, was hört schon den Jürgen würgen? Geil. Der Spruch ist nicht mehr. Aber den hast du auch schon 100 Mal gehört, oder? Ja. Ja, was hast du denn? Ihr habt doch 2 Anhänger von uns, oder? Oder 3 mittlerweile? 3 mittlerweile, die sind in der Wartung. Wir liefern die gerade an Zell U aus und dann warten wir die und dann kommen die wieder hoch. Und mit der alles Rechnung. Klar. Bringt ihr die vorbei oder sollen wir die abholen? Ihr könnt die gerne abholen, weniger Arbeit für uns. Ruft ihr an oder sollen wir durchklingeln? Nee, ich sag Bescheid, sobald die fertig sind. Also ich kann Harry jetzt direkt auf der Rundefahrt anrufen und sagen, dass der hat jetzt den LKW ausgeliefert, dass der, wenn der jetzt auf dem Rückweg ist, direkt die Anhänger warten soll. Und dann melden wir uns bei euch. Alles klar. Sollte heute auf jeden Fall noch passieren. Super. Aber alles stimmt, das war damals Fritzels als Hubi. Ne? Ciao. Jo, dir auch. Boah, Bierchen. Der Jürgen. Er war damals bei Fritzel. Ja. Also der Azubi ist echt der Hit. Aber ganz ehrlich, der wurde damals von Ari und Miguel verprügelt. Das stimmt. Fritzel, das läuft mir zu gut. Ja. Das läuft mir irgendwie zu. Der ist zu viel Nettigkeit aktuell drin. Was ist denn da los? Also wo er auf jeden Fall nicht so gut läuft, ist hier gerade mit dem Fahren von dem Idealdrescher. Unglaublich. Ja, über 40 FPS, aber... Das ist die beste Stelle ever. Könnte ein langer Weg werden. Oh Mann, ey, es ist nicht in Worte zu fassen. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Leute, ich kann euch aber auch nicht sagen, so richtig... wie gesagt, ihr seht die FPS, da ist eigentlich alles smooth und geschmeidig. Aber wir sind natürlich auch wieder mit 16 Leuten hier am Stessel, ne? Ah, 16 Leute. Dafür ist der LS einfach nicht ausgelegt mit Mod-Maps und so. Mods und allem drum und dran. Und die Schwarzing ist auch scheiße aufgebaut vom Grund her, muss man auch dazu sagen. Jo, also, Chef. Jo, sag mal, hast du auch so viele Schlaglöcher auf dem Weg nach unten? Aufgeschlagen. Hattest du auch so viele Schlaglöcher auf dem Weg nach unten? Ja, brutal, die ganze Zeit schön. Irgendwann habe ich das abgehängt. Ja, ich auch ständig. Bin irgendwann jetzt auf die Taste gekommen. Ist absolut heute. Ja. Ach, so. Ich roll gerade auf dem LU-Hof ein.
Ach doch, guck mal, was wir da alles noch hatten. Ja, da hat man noch den Dings-Mod drauf, den Allrad-Mod und den ganzen Zeug. Hat man alles noch drauf. Ja, der, das Problem ist, wir sind eine Stunde im Verzug. Der ist schon wieder fix und fertig. Aber es ist halt. Hier, jetzt! Da war's! Warte! Das Problem ist, wir sind eine Stunde im Verzug. Ich weiß nicht, muss der Tabletten nehmen oder ist das normal bei dem? Ja, das Problem ist, wir sind eine Stunde im Verzug. Da bin ich irgendwie auf den Knopf gekommen. Aber wieso? Ich war doch mit dem ersten LKW. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ach, du bist schon mit dem zweiten da. Ja. Ja, dann ist da alles ganz entspannt. So. Chef. Harry. Ich hatte Telefonat mit dem Herrn Stecher. Ach ja, der Stefan. Hm. Irgendwie wartet der immer noch auf eine Bestellung. Was hat der bestellt? Für sein Haken. Das war auch immer unser Grundproblem. Ach so, hat er das nicht abgeholt? Also welcher Richtung wir uns treu geblieben sind, ist das, dass die Bestellung länger dauert. Das im Verbund mit irgendwie 3 Big Bags Saatgut, beziehungsweise Paletten. Moment, ich prüfe. Also weißt du, Chef, ich bin einmal auf Lehrgang. Ja, das war sogar davor noch oder so. Da waren noch so viel Nettigkeit untereinander, ey. 4 Paletten Pappeln. Oh, das war's, ja. Aber es... Das ist ja... Man müsste sich im Prinzip erstmal die Zeit nehmen. Und die ersten 100 Folgen nochmal, Was ist denn Folge 503? Was waren da? Folge 503. Weil Leute hier schreiben... Das ist eine sehr gute Frage. Och Mann, wann bin ich nun? Harry, ist eine sehr gute Frage. Habe ich hier... bin ich gerade ein bisschen rat- und tatlos. Willst du da am liebsten nochmal die Kombi-Plattform bestellen und soll ist jetzt hier Telefon ist glaube ich kaputt. Jetzt ja. Nee, hier vibriert was. Ja, hallo? Hallo? Ringelingelingelingel. Hallo? Nee. Hallo, Ringele, hallo? Hallo, ich... bleib mal kurz dran, warte mal, bleib mal kurz dran. Harry, kannst... Sven, was bist du? Angebot. Ja. Nee. Was möchtest du? Kannst du gerade mal gucken? Ja. Der Mischwagen. Mischwagen? Mischwagen. Tierhaltung, ja. Der, also der Selbstfahrer. Ja. Der XXL. Ja. Ach, das Testament vom Herrn Faul ist das. Ein Angebot? Soll ich den Angebot machen? Ja. Kriegst du? Dann noch für ein Maischneidwerk. Werden wollt, könnt ihr die zum Landhandel? Tschüss. Tschüss. Okay. Hallo. Was ist das denn? Hallo. Harry, hast du mal ganz kurz? Warte, hallo. Ja? Was ist das denn? Das ist ihr Idealdrescher. Soll ich meinen Mitarbeiter mit einer Schere von hinsetzen, damit ich den halben Eis abschneide? Kleinen Moment, Herr Fieber. Jetzt regen Sie sich da nicht immer so auf. Harry, komm mal kurz mit. Johannes, du auch. Junge, was wird teuer? Johannes? Ja? Ist ein Traktor von uns hier? Ja. Ja? Du setzt dich jetzt ganz unauffällig in den Traktor, hängst den Anhänger ab und fährst los. Und zwar vorne, warte. Vorne rechts raus und fährst dann den Weg zum Adler. Ich bin dort definitiv mit Schneidwerk losgefahren. Okay. Ich bin hier aber eingebucht ohne Schneidwerk. Okay. Da muss irgendwo ein Schneidwerk sein. Such ich mal. Dann mach mal ganz. Der hat auch nur so ein Kartoffelmikro gehabt, ne? Ich flitze. Ja, da war alles noch ein bisschen aller. So. Ja, Harry, also so geht das nicht, ne? Das wollte ich dir nochmal sagen. Du weißt ganz genau, wir hatten hier eine Deadline, 12 Uhr. Und da kann es nicht sein, dass man jetzt hier. Ich habe jetzt hier meinen Kollegen, musste ich mal kurz zusammenstauchen da hinten in der Halle, dass das Schneidwerk eben noch nicht hier ist. Aber das Schneidwerk ist natürlich schon unterwegs, also das rollt jede Sekunde hier ein. Wieder auf den anderen geschoben. Zu dem Tor schauen und werden sekündlich eventuell gleich ein Schneidwerk sehen. Aber fährt nicht so ein Drescher immer mit Schneidwerk? Kann, muss nicht. Ich könnte das natürlich auch am LKW, am Dings hinten dran haben, am Traktor, ne? Ich muss mich setzen. LKW ist ja alles da, ne? Kommen Sie mal her hier, wie sind Sie zufrieden mit der Farbauswahl? Nature, Fat Nature, gut getroffen.
Ich glaube, er hat geklingelt. Nee, ich glaube, ich habe hier ein Blasorchester. Ja? Ja, ich hab mich dann so verwählt. Der war bei dem, aber er hat sich auch in 900 Folgen nicht geändert, ne? Bei ihm schreit er bei Ihnen ins Telefon. Überkrank. Ja, ich muss das mal. Ich ruf dann den anderen an. Fieber, hallo? Hallo, hier ist der Feldmann. Hallo? Hallo? Ja. Moment mal ganz kurz, das wird so nichts. Herr Stecher, was ist denn? Ich wollte eigentlich das Hallo anrufen, dann habe ich mich wohl verwählt. Der steht neben mir, soll ich ihm mal das Telefon geben? Nee, ich telefoniere. Ja, gerne. Ah, der telefoniert gerade, das wird dann nichts. Also gleich nochmal. Ein Chaos, Alter. Ja, ich sag Ihnen, er soll drücken. Ich soll den Herrn Stecher anrufen, Herr Fieber. Ja, mach ich. Okay. Gut, danke. Tschüss. Herr Manus. Ja. Ich wollte noch fragen, was mit meiner Plattform und meinem Saatgut ist. Das ist unterwegs. Aber ich sehe gerade, wir fahren dann gar nicht noch hin zum. Das war in der nächsten Folge. Ja. Wo das mit dem Schneidwerk dann. Schade, ich habe gedacht, wir fahren da noch hin. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war dann in der nächsten Folge, die Diskussion beim Schneidwerk. Oh, das war auch. Oh. Da war noch ein Herr Bayer. Also, das war das erste Mal, wo sich der Herr Bayer vorgestellt hat. Krass, wie er da klang, wie so eine Kartoffel, Alter. Und wie ja, nett. Vor allen Dingen auch so. Ja, ja, genau. Und wie nett er halt auch war und alles. Aber dass natürlich auch gleich diese Schneidwerksszene mit dabei ist, episch auf jeden Fall. Episch, episch. Gut, Freunde, Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut gerne auf Kanal vorbei. Wer das Projekt nicht kennt oder so, schaut gerne mal rein. Über 900 Folgen schon, absoluter Wahnsinn. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Bis dahin, tschüss. Ciao.